Axel's Videostudio präsentiert. Ja, guten Morgen, ich stehe hier vor dem Vorplatz der Frankenstolz Arena. Hier richtet der DKV in Zusammenarbeit mit dem Karate-Dojo Bessenbach die deutsche Karate-Meisterschaft aus. Hier sehen wir die Fahnen der einzelnen Länder, die daran teilnehmen. Und es sind ganz schön viele Starter und stark belegte Pools hier. Ja, und hier die Halle von innen. Die Kata-Leute machen sich schon warm. Es ist 8.30 Uhr und in einer Dreiviertelstunde beginnen die Wettkämpfe hier. Die Vorkämpfe finden auf 6 Kampfflächen statt. Ja, der DKV lässt sich hier nicht lumpen. Hier gibt es wie jedes Jahr schöne große Medaillen und Pokale zu gewinnen. Natürlich die Urkunde mit dazu. Aufstellung aller Kolleginnen und Kollegen. Sie wollen guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn ich schon mal bei euch habe, sei es dann gleich für Roland Brückner, unseren Ausrichter, mit seinem Team, Schöttelmann Bessenbach. Roland Lohiger und sein Team, alle Kolleginnen und Kollegen, euch ein herzliches Willkommen und guten Morgen. Einen wunderschönen Tag hier in Aschaffenburg. Ja, bevor es hier losgeht, hält Roland Lohinger noch eine kurze Kampfrichterbesprechung ab und dann wird es hier zur Sache gehen. Auf der Kampffläche 6 gibt es die letzte Massage noch für den Kampfrichter, weil die haben ja jetzt einige Stunden vor sich auf dem Stuhl zu sitzen. Und hier ist auch schon die Aufstellung der Kämpfer auf der Kampffläche 6. Ein starkes Teilnehmerfeld, aber der absolute Favorit ist natürlich der Vize-Weltmeister Elias Murgoner. Ja, und es geht los auf der Kampffläche 6 mit dem roten Gürtel Anthony Pietz gegen Julian Wieser mit dem blauen Gürtel. Ah!
Julian Wieser gewinnt diesen Kampf mit 5:0 Flaggen. Die nächste Begegnung lautet Jonas Glasser mit dem roten Gürtel vom Dojo Lich gegen Marcel Schmidt mit dem blauen Gürtel vom Karate Club Frankenthal. Jonas Glaser gewinnt dieses Duell mit 3:2 Flaggen und ist somit eine Runde weiter. Die nächste Begegnung lautet Alexei Hofhaber. Er kam automatisch eine Runde weiter, da sein Gegner nicht da war. Gegen Felix Leicher mit dem blauen Gürtel. Thank you.
ihr das im Hintergrund? Das ist meine Wenigkeit. Wir filmen hier das erste Mal mit zwei Kameras und das gibt auch Aufschluss auf die Techniken, Stand und Stellung, die wo die Kämpfer hier zeigen. Und das ist auch gut so, so sehen wir jede Position genau. Hier links im Hintergrund ist meine Assistentin. Sie filmt von der Seite aus. Mit 3 zu 2 Flaggen gewinnt Alexei Hofarber dieses Duell und ist somit eine Runde weiter.
Nun die nächste Begegnung, der Mann mit der 169 vom Karate Dojo Sanjin e.V. von Frankfurt am Main gegen den Vizeweltmeister Elias Morgoner. Hier nun der erste Auftritt unseres Vize-Weltmeisters Elias Morgoner. Thank you.
Nun, das war eine klare Sache. Ilja gewinnt diesen Kampf mit 5:0 Flaggen. Die nächste Begegnung, der zweite Auftritt von Julian Wieser gegen Laurenz Banner. Er hatte in der ersten Runde ein Freilos. Auch dieses Mal kann sich Julian Wieser behaupten und gewinnt gegen Laurenz Banner mit 5:0 Flaggen. Nun, die nächste Begegnung lautet Alexei Hofarber gegen Ilja Smolgunner. Alexei beginnt mit dem roten Gürtel. Ow!
Ja, und auch diese Begegnung kann Elias Morgunner deutlich mit 5:0 Flaggen für sich entscheiden. Die nächste Begegnung, Julian Wieser beginnt mit dem roten Gürtel gegen Jonas Glasser, der im Anschluss mit dem blauen Gürtel startet. Ja.
Beispiel haben. Mit 4:1 Flaggen gewinnt Jonas Glaser dieses Duell und ist somit eine Runde weiter. Nun geht es um das Poolfinale hier auf der Kampffläche 6. Es beginnt Jonas Glaser mit dem roten Gürtel. Er vertritt die Stilrichtung Shotokan gegen Elias Morgunner. Er vertritt die Stilrichtung Shitorio. Thank you.
Auch dieses Duell kann Elias Morgunder für sich entscheiden und ist somit Poolsieger von der Kampffläche 6. Nun das entscheidende Poolfinale auf der Kampffläche 5 zwischen Lukas Grimm vom TV Trenfurt. Er vertritt ebenfalls die Stilrichtung Shitorio. Er wird die Kata Kushanku zeigen. Er tritt an gegen Baum Paul vom SC Judokan Frankfurt. Er vertritt die Stilrichtung Shotokan. Und Baum Paul wird die Kata Goshoshio Sho vorführen. Thank you.
Baum Paul mit dem blauen Gürtel, wie gesagt, mit der Kata Goshishi Hosho. Bitte einmal hier die Teamaufstellung abholen für Damen und Herren, Komitee-Team. Einmal die Teamaufstellung hier vorne bitte abholen. Nun, wer hier als Sieger hervorgeht, werden wir gleich erfahren. Der Sieger muss auf jeden Fall gegen den Pulssieger von der Kampffläche 6 antreten und dies ist unser Vize-Weltmeister Elias Morgona. Baum Paul gewinnt dieses Pulli-Finale mit 4:1 Flaggen. Nun auf der Kampffläche 5 das Gesamtpulli-Finale zwischen Baum Paul mit dem roten Gürtel und Elias Morgona mit dem blauen Gürtel. Nun Baum Paul mit dem roten Gürtel beginnt. Er vertritt die Stilrichtung Shotokan. Er wird die Kata Gangaku zeigen. Auf der Kampffläche 1 und 2 beginnen wir mit den Kumite-Mannschaftswettbewerben der Damen. Der erste Kampf auf der Kampffläche 1, Bushido Waltershausen 2, Aka gegen TSV Grasbrunn Neukäferloh Au. Kampffläche 1, Bushido Waltershausen 2 gegen TSV Grasbrunn Neukäferloh Au. Thank you.
Kampffläche 2 Committed Team der Damen. KG Westfalen Rot gegen 1. Brandenburger KSV Blau. Kampffläche 2, KG Westfalen Rot gegen 1. Brandenburger KSV Blau. Nun der Auftritt von Elias Morgoner. Er vertritt wie gesagt die Stilrichtung Shito Ryo. Er wird uns die Kata Superimpai zeigen. Elias Morgoner gewinnt dieses Duell und steht zum zweiten Mal in Folge auf der deutschen Meisterschaft im Finale.